Also, Feechen, wir sind jetzt hier in der Stadt. Du wolltest mir doch ein paar Sachen erklären und zeigen. Boah, die Fahne und das imperiale Symbol in holographischer Darstellung. Mir gefällt's hier. Also, am besten ist, wenn du jetzt einfach mal deine Fenster aufmachst und ich erkläre dir allgemein ein bisschen was zur Flotte. Die Karte aufmachen. Und zwar. Links ist der Festungs- und Crewfähigkeitenbereich. Dort kann man sich eine eigene galaktische Festung kaufen. Links unten, rechts unten. Links neben uns so. Das gibt Festungen auf Drum und Kars, Festungen auf Nar Shaddaa. Ich glaube, zuletzt kam erst wieder ein Update, das in der Unterwasserwelt eine Festung anbietet. Die kann man sich einrichten und so weiter. Und man kann dort die Crewfähigkeiten ausbilden. Links unten in der Ecke ist der galaktische Handelsmarkt, das heißt AHA. Und ich glaube auch die Klassen. Ne, die Klassenlehrer sind rechts oben bei Kampfausbildung. Dort ist auch der PvP-Bereich, PvP-Gebiet und links oben Versorgungsgüter. Ich glaube, dort kann man sich fürs Max-Level die Rüstungen dann kaufen. Farmen. Nee, du kriegst für Quests und so weiter hier so Münzen, so Token. Und auch für Raids kriegst du Token und die kannst du da links oben eintauschen. Hm. Rüstungstoken halt. Dann gehen wir jetzt mal zu den Berufen. Und Festung war jetzt. Auch hier. Das ist Housing. Housing? Ja, jeder hat seine eigene. Also du hast ja ein Vermächtnis, kommt später noch. Und jeder deiner Charaktere, die du dann erstellst, kann in deine Festung. Das heißt, du hast mit allen deinen Charakteren eine Festung. Ich würde sagen, wir fangen nebenan mit den Berufen, es geht einfacher. Kann man das von den Filmen her so vergleichen wie Jabba the Hutt? Mit so einer ganzen Tippi-Stadt, ja, mit so einem riesigen Monster unter der Falltür. Was? Seine Festung und er hat sie sich selbst eingestaltet. Ach, meine Zuschauer wissen, was ich will. Weiter. Das sind die hier links haben wir die Sammelberufe. Es gibt Sachen, die man halt auch auf der Karte aufsammeln kann. Das ist einmal Plündern, das sind Metalle aufsammeln. Es lohnt sich jeden mal anzusprechen und dann auf Abbrechen zu drücken. Für die Codex-Einträge. Dann Hacken. Das sind Tresore knacken und Gold sammeln. Unterwelthandel ist auch nochmal Metalle und Stoffe. Schatzsuche. Diplomatie ist für Bioanalyse. Also es passen immer drei Berufe zusammen. Die stehen jetzt eigentlich hier immer Nein. zusammen, oder? Also das hier sind Berufe, die dein Gefährte für dich sammelt. Für Faule. Ja, also die brauchst du, du musst es machen. Bioanalyse ist für Heilmittel und Fläschchen und Tränke in die Richtung. Archäologie ist für, ich glaube, Sinnsfertigung und noch irgendeinen Beruf. Die Fertigungsberufe sind nebendran. Und für jeden Fertigungsberuf brauchst du halt einen Beruf von der rechten Seite und einen von der linken Seite dazu. Wie viele Berufe kann man einladen? Drei Stück als Abonnent. Hm, das sind wir ja. Und wie viel kann ein Nicht-Abonnent? Weil, ich meine, wir werden ja irgendwann Verstärkung aus der Community kriegen und mir setzt ja nicht voraus, dass die ihr Abo haben müssen. Also als... Wenn man einfach nur so anfängt, hat man einen Beruf. Wenn man irgendwann mal Kartellmünzen kauft oder irgendwann mal ein Abo hatte, hat man zwei Berufe zur Auswahl. Okay, also Berufe technisch wäre jetzt sinnvoll, weil da wir jetzt zu zweit unterwegs sind, irgendwie was aufeinander abzustimmen, oder? Genau, also es wird sich zum Beispiel, wir können jetzt einfach mal rübergehen und uns die Berufe angucken. Also ich habe jetzt immer hier bei jedem Anspreche 606 XP. Genau, also wir haben hier Cybertech. Cybertech ist halt, damit stellst du zum Beispiel so Module her, die dann in dein Lichtschwert oder in deine Rüstung kommen.
Ah, das Sockler. Genau, Waffenbau ist, stellt halt Waffen her und Läufe ist aber halt jetzt hauptsächlich für jetzt imperiale Seite Scharfschützen und also imperiale Agenten von Interesse und für den Kopfgeldjäger. Genau. Blasenschwerter, Kelchschwerter. Dann Kunstfertigkeit ist Lichtschwerter und Lichtschwertfarbkristalle. Und Lichtschwerterhefter, also auch zum, für die Lichtschwerter dann. Biochemie ist halt der Alchemist. Tränke und so weiter. Fläche, Genau. Kunst und Verstärkung, Heilung. Richtig, gleichzeitig aber auch Implantate und Ohrringe, glaube ich. Rüstungsbau ist für, ja, wieder die Blaster. Charaktere. Dort deren Rüstung und Sith-Fertigung ist für Sith-Krieger und Sith-Inquisitor. An Rüstung. Doch, du bist Sith-Krieger. Juggernaut. Ja, aber das ist für Sith. Und Rüstungsbau ist halt für die anderen beiden. Okay. Und was wäre jetzt so das Typische? Das Typische für Sith wäre, würde ich jetzt sagen, entweder Kunstfertigkeit für eben Lichtschwerter, Farbkristalle oder Synth-Fertigung für eben Rüstungen herzustellen. So typische absolute Anfänger. Und ansonsten, ja, Biochemie, weil halt Tränke und Fläschchen herstellen, kann man bis oben raus gut gebrauchen. Und das ist hier dann auch wieder sowas, was gut im AH gekauft wird, oder? Richtig, wenn man dann halt im High-Level-Bereich ist und das Ganze dann auch auf Lila aufgewertet hat. Dann müsste ja einer von uns schon mal Flächermacher sein. Genau, und das zweite ist halt der Cybertech, weil du damit halt auch viel herstellen kannst, eben für die Adaptivrüstung. Also ich würde schon mal Cybertech nehmen. Ich wäre dann eher für Biochemie. Dann nehmen wir das schon mal mit. Das ist Cybertech. Trainieren dann. Genau. Okay. Wäre das jetzt wieder der Moment, wo wir mal rüber zu den anderen Berufen gehen? Okay. Also, weil ich Biochemie genommen habe, muss ich halt jetzt hier einmal die Bioanalyse nehmen. Und Diplomatie war das. Das ist der. Das ist das Bio-Dings da, das ist jetzt, dass du dann Blumen oder sowas sammelst, oder Genau, wie? also bei Bioanalyse sammle ich Blumen und dergleichen, wie die Blumen hier hinten, sind die dann in der Welt, wo man einsammeln kann. Man kann aber auch die Gefährten einfach nur da drauf schicken, dass die das sammeln. Und ist es dann so, umso mehr Gefährte ich habe, umso mehr Sachen kann ich auf einmal losschicken? Ja, ist aber auch eine Levelbegrenzung mit drin. Das heißt, bis zu einem gewissen Level kannst du eine bestimmte Anzahl an Gefährten rausschicken. Und ich glaube, später kannst du 6 oder 7 gleichzeitig unterwegs auf irgendwelche Berufe schicken. Jetzt habe ich ja das Cybertech gemacht. Brauche ich dort jetzt auch noch einen Unterstützungsberuf? Ja, einmal plündern. Das war hier. Da, was war das genau? Metalle aufsammeln, Schrott. Noch einer? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Es war entweder Ermittlung oder Unterwelthandel, aber ich glaube, es war Ermittlung. Bezüglich. Das sind hier die Berufe, wo du nur mit deinen Gefährten machen kannst. Das ist halt, um Gegenstände besserer Qualität herzustellen. Also es gibt ja weiß, grün, blau und noch höher. Und ab blau brauchst du dann halt ein Zusatzmaterial. Das krieg ich über Diplomatie. Und bei dir wäre es dann eben über, ich glaube echt, das war Ermittlungen. Falls das Falsche war, kann man es auch später abbrechen und neu lernen. Ja, ich hab's jetzt mal genommen. Jetzt sind wir durch. Genau, also ich kann dir jetzt. Hier ist noch die Crew-Fähigkeitenhändlerin. Wenn ihr was Für braucht, bestimmte Berufe seht euch brauchst du ruhig bestimmte um. Sachen und dann auch Alles, was für ihr hier bestimmte seht, ist Level immer wieder verkauft. Neues. Und ist jetzt schon was lohnenswert? Am besten ist einfach mal die Berufe anzugucken. Auf. Beehrt uns doch lieber. Ja, wo war das denn? Das ist jetzt die Frage.
Wirklich? Nein. Das ist aber cool. B. Crew-Fähigkeiten ist auf B. Okay. Ja. Also das erste ist jetzt. Was ist es bei dir? Genau, wenn du jetzt da draufklickst, kannst du sehen, was du herstellen kannst. Und da ist meistens irgendwas Weißes mit dabei und das Weiße ist dann das, wo du dort kaufen kannst, jetzt bei dem Händler. Leitflüssigkeit, aber ich weiß nicht mehr, was das dann ist, was ich da herstelle. Lohnt sich das oder ist es dann einfach nur Berufsskill? Berufsskill. Du siehst ja, es gibt bis 600. Aber die anderen Dinge habe ich ja auch nicht. Das ist ja das, wo du sammelst. Das ist dann, je nachdem, das zweite oder dritte Beruf. Plündern wahrscheinlich. Und dann kannst du die da drauf schicken. Plündern, ja. Kann man sie jetzt schon losschicken? Theoretisch kannst du sie jetzt schon losschicken. Kostet halt, Credits. 80. Wo ist mein Creditstand? Die Zeit, die halt dort steht, so lange ist sie dann halt auch unterwegs und nicht mehr bei dir. 219, geht ja noch. Wo sehe ich, was es bringt? Das ist zufällig. Also da steht bei mir zum Beispiel mittlerer Ertrag biochemische Proben ersten Grades oder mittlerer Ertrag biochemische Gemische ersten Grades. Und je nachdem, was ich herstellen will, steht ja da dabei Zellimplantat oder halt eben Probe oder Gemisch. Das steht dann bei dem Cybertech bei dir wieder drin. Ich muss es ja beides schicken. Oder du wartest, bis wir auf dem nächsten Planeten sind. Dort können wir wahrscheinlich auf dem Boden die Sachen einsammeln auch. Wenn wir sie jetzt losschicken würden und den Planet wechseln würden, wie ist das dann? Die bleiben weiterhin auf dieser Mission. Ah, oder die finden uns auf dem anderen Planeten? Ja, die kommen dann einfach zu uns. Ich denke, zu realistisch, glaube ich. Also ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen was von dem Material mitnehmen. Okay, das war also das Berufebild. Dann mal wieder Dankeschön fürs Zeigen und Erklären. Gerne.